19 und 20, okay. Wir haben Nobunagas Vasallen versus Imegawas Herrscher. Und wir bekommen Amateur-Ticket 1. Illusion Plus versus Ivy Selevictiv. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ja, warum soll ich das? Also, beziehungsweise, ich muss nochmal gegen die spielen, da ich irgendwie, ja, wahrscheinlich aus Versehen gelöscht habe und nicht gemerkt habe. Ja, na gut, dann ist es halt so, dann spiele ich halt nochmal gegen sie. Ich habe auf jeden Fall einen S-Rang geholt. Das haben wir eigentlich schon alle im Stream gesehen, ja. Das ist, ja. Es hat sich jetzt aber natürlich was geändert während der Zeit. Ich habe mir Charaktere geholt, oder Spieler geholt, die die Fähigkeit Beutejäger haben. Und da habe ich jetzt auch welche damit. So. Wundervoll. Dann können wir schon mal jetzt hier schon mal draufzimmern mit Dämonenpfeile. Und ich glaube, S-Rang wird es auf jeden Fall kein Problem sein. Ich werde natürlich auch wieder das mit dem Ticket reinschneiden. Dafür braucht man nämlich das Amateur-Ticket 1, um auf diese Strang dieser Tour zuzugreifen. Und das ist halt das erste Spiel. Deswegen zählt das für mich dazu, um ehrlich zu sein. Da ist ja halt, dafür, man braucht halt das Ticket, um weiterzukommen. Ich glaube, es gibt diesmal nur eher die ganzen Tickets für die ganzen Stränge. Das heißt, es wird meistens immer bei den ersten Mannschaft ja, das Ticket dann gezeigt. Einige bekommt man schon aus der Story, aber andere wiederum kriegt man erst später. Wie ich festgestellt habe, sogar viel leichter als gedacht. Was ich sehr schön finde. Aber dazu kommen wir noch. So. Dann machen wir hier mal Raptor-Klinge. Sehr nice. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Yep. Kein Problem. Für uns. Ja, das ist noch die einfachste Tour. Muss man dazu sagen. Ich habe gerade mal geguckt, ob ich irgendwie noch andere Trikots habe, die zumindest zum Logo passen. Leider noch nicht. Ich war überlegen, ob ich Raimon 2 nehme. Aber ich dachte, nein. Habe ich doch keine Lust drauf. So, dann schauen wir mal. Ich habe jetzt auch einiges umgestellt. Also ich habe nicht jeden Mixi Max gegeben, der es nicht braucht, sondern ich habe jetzt die Leute gemacht, die sogar 4 Sachen haben, weil die Level nämlich nicht mit. Das ist nämlich auch so eine Sache. So, hier einmal Miximov mit Hato. Ist es auch so gewollt. Ich habe jetzt nur darauf gewartet, dass Hato diese Attacke endlich kann. Ne, ich setz mich durch. So. Vladimir, mein Freund. Lauf, mein Freund. Dann einmal schießen. Dann gehen wir jetzt in die Rüstung und gehen jetzt auf Onyx-Schwinge. Das nämlich Hato gelernt hat. Richtig krasse Attacke. Ich glaube, dass die Attacke kann sogar, wie heißt gleich hier, sein Bruder in diesem Teil nicht mehr lernen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube schon. Aber das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob das, die Werte sich verändern, wenn man halt einen Level 99er Maximaxt und jetzt Maximax bleibt, also so, dass er jetzt... Das ist natürlich ein bisschen doof.
dass mit den Mixi-Max-Leute, dass die nicht irgendwie trotzdem mitleveln. Die bleiben wirklich auf den Level stehen. Finde ich ein bisschen komisch gemacht, um ehrlich zu sein. So, gucken wir mal. Der kommt auf jeden Fall ran hier. Dann können wir hier noch einmal Gamma Strike machen. Und dann haben wir 4-0. Ich glaube schon. Ja, 4-0. Ja, sollte kein Problem sein, auf jeden Fall. Nächstes Mal halte ich aber, warte mal ab. Gucken wir mal. 16. Minute und wir haben 4-0. Ja, ich vermute mal, dass es später schwieriger wird. Das ist jetzt alles noch so. Alles noch so einfach. Es liegt auch daran, dass unsere das aktuelle Team natürlich dementsprechend auch schon ein bisschen höher gelevelt ist. Diese waren ja schon über 40 und die sind gerade erstmal 9 oder 12 oder so. Also. Das ist noch nichts. So, machen wir jetzt 5-0. Mit. Unglücksschwinge. Warum nicht? Warum denn nicht? Damit ist er eigentlich jetzt ausgelaugt, genau. Können wir Vladimir auswechseln. So. Gucken, was ich hier mache. Ja, 5-0 habe ich. Erste Halbzeit ist gleich vorbei. So, Taktiken. Ich muss mich daran gewöhnen. Packe ich mal. Warte mal, ich habe 3 Stück mitgenommen, genau. Ich habe 3 Stück jetzt mitgenommen, die Beutejäger machen können oder haben können. Das ist Amazine, Bee, Beatrix Honey und Chestnut. So, dann nehmen wir sie. Da könnten wir noch eigentlich Rüstung und alles machen. Da haben wir auch noch was. Die Narbe haben wir auch noch. Der kann Musketenknall nur einmal machen, okay. Nein, zurück. Ja, ich muss mich hier dran gewöhnen. Das ist ja komplett anders. Und das ist auch... Na, ich finde das geil, dass man jetzt eigentlich auch die Auswechslung sieht, dass es von Edellösenplatz ist. Das hätten sie viel... Wie gesagt, ich wiederhole mich, glaube ich, öfters in diesen ganzen Touren. Aber diese Funktion hätte man viel früher bringen können. Viel früher. Hoppla. Das ist dein Ernst. Hoppla. Abseits? Kein Abseits. Dann schieße ich jetzt einfach normal drauf. Vielleicht hält er ja mal was. Mich wundert, dass er kein Turbo-Kombo einsetzt. Kann er das auf diesem Level nicht? Das ist natürlich doof. Weiter geht's. Ah, der gleiche Text wie immer. So. Ich geh mal auf Miximorph. Nee, Beta, er hat Kampfgeist. Rüstung und alles. Das ist mir doch ein bisschen lieber. Dann gehen wir doch mal in Kampfgeist-Modus. Und das ist immer noch nicht vorbei, ne? Ja, wir nehmen erstmal seinen. Ja. Lucaune.
Lukaon. Dann gehen wir auf Schockbogen. Na, ich finde das doof, dass es hier Angriffssequenz heißt. Ach, das finde ich ein bisschen, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof gemacht. Ja, doch, komm, machen wir nochmal. Angriffssequenz KG06. Aber das ist nur bei diesen ganzen Alpha-Gedöns, Leute, ne? Was passiert, wenn ich jetzt was ganz anderes beibringe? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Genau, zum Beispiel Kaiserpinguin. Steht denn irgendwie auch eine Zahl? Weil Gamma Strike hat eine Zahl. Aber was ist mit Kaiserpinguin? Das ist die Frage. Nee, da steht Kaiserpinguin. Das heißt, nur die Attacken von... Ja. Wie heißt gleich hier? Die Attacken. Die Spieler so benutzen. Ne? Die haben dann diesen Namen. Was passiert, wenn ich Gamma Strike verlerne und es wieder erlerne? Es war ein bisschen komisch, aber ich will nur wissen, ob dann Gamma Strike steht oder ob da jetzt dann auch wieder Schusssequenz oder so, also sonstiges steht. Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Um ehrlich zu sein. So, gucken wir mal. Lassen wir mal durchkommen. So, ich nehme mal Schwarzbogen. Ach, da kommt nix. Eine Windtechnik. Ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal draufzimmern mit Musketenknall. Zack. Reicht. Easy. Joa, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Wir haben noch eine ganze Halbzeit vor uns. Das ist so das Problem hier gerade in diesen Spielen. Die einen sind zu kurz, die anderen sind zu lang. So, was hast du denn? Sternkreuz Illusion Ball. Ich glaube Illusion Ball. Illusion Ball. Illusion Ball kostet am wenigsten. Sternkreuz ist auch eine geile Attacke. Stimmt, Sternkreuze, die gab's. Die ist jetzt mit eingefügt worden. Systemabsturz. Ah, okay, Systemschon hat keine KG-Dingsbums. Ja, komm, wir übertreiben mal wieder eine Runde. Wir gehen auf Maestro. Er ist auch der Einzige, der jetzt zwei Kampfgeister besitzt. Und setzen Hyperharmonie ein. Ich guck gerade mal. Was hat er eigentlich für eine... wo haben wir das hier? Gamma mit Sanak.
Ja, auf Sanak warte ich noch auf die letzte Attacke. Deswegen. Das wird noch umgeändert. Okay, Sanak war das. Ich könnte es machen, aber wie gesagt, ich möchte, dass alles, also dass das gelevelt ist, etc., dass alle vier Felder frei sind und bei ihm fällt, glaube ich, noch ein Feld. Und da ich nicht weiß, wann das soweit ist, werde ich irgendwann mal wechseln. Oh nein. Tu das nicht. So. Wir nehmen den Ball hier. Dann laufen wir hoffentlich mal hier. Und schießen. Was nehmen wir hier? Wir nehmen Amos Pfeil. Passend zu ihr. Zack. Ich glaube, sie hat nur Schusstechniken gelernt, ey. Nein, den nächsten Mal halte ich aber. Warte mal ab. Haha, so wird das gemacht. Ja, 10-0. Ist jetzt keine große Herausforderung hier. Besonders nicht mit den ganzen Kampfgeister und wir sind auch ein wenig überlevelt, was das angeht. So. Dunstwirbel. Hat er die gleichen Attacken, bis auf Dschungel. Schwung ist neu. Ja, dann muss ich mir auch noch überlegen, was ich da überhaupt für Techniken ich nehme. Es gibt ja neue und natürlich auch alte. Und auch noch neu aufgelegte. Also wie Sternkreuzer zum Beispiel ist auch wieder neu drin. Also ist drin. Ja. Gibt's doch alt. Ja, Illusionsband ist, glaube ich, überall, oder? Seit dem ersten Spiel ist Illusionsball drin. Und Teil 2 gab es das auch und Teil 3 definitiv. Da gab es sogar noch eine Combo-Attacke, wo man Illusionsball braucht. Also eine Erweiterung sogar. Durchbrecher 3. Ja, beim letzten Teil und. Ja. Das ist die einzige, die tatsächlich. Ja. Weiterläuft. So, Kometen-Kombo. Vielleicht gibt es einen Foul. Wer weiß, wer weiß. Keine Ahnung. Ich passe jetzt einfach mal irgendwo hin. Irgendwo hin. Hoppla. Naja, mach du mal. Mach du mal. Ich habe noch Wurmloch. Und unser Torhüter sollte es so oder so halten können. Ich bin aber überlegen, ob ich Gamma Strike wirklich jemand anders dabei bringe. Weil ich finde das echt nervig mit diesem KG-Gedöns. Das muss nicht sein. Mal schauen, mal schauen. So, Beutejäger ist ja noch nicht aktiv. Das heißt, da wir noch nicht hoch genug sind mit den Leuten, dann könnte es sein, dass wir jetzt nichts mehr kriegen. Oder... Doch, ich glaube, sind das die letzten beiden. Okay, unbekannter Setzlenk brauche ich auf jeden Fall, um die, glaube ich, zu rekrutieren. Und Blaublatt. Vielleicht stelle ich noch die Mannschaft nochmal komplett um, weil es Spaß macht.